Aber Leute, ich werde heute auf jeden Fall gewinnen. Ich will auf jeden Fall cheaten. Mir ist egal, Leute. Ich werde sogar cheaten. So, Leute, wir sind jetzt in der Achterbahn. Ich sag's euch ehrlich. Marvin wird mich auf gar keinen Fall finden, Leute. Oh mein Gott, es geht los, Junge. Wow, 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 wow. Oh mein Gott, meine Freunde, wir werden heute einen Halt im Sieg im richtig großen Freizeitpark machen. Und mit dabei habe ich den... Moin Leute, was geht? Hashtag Burger Pommes. Ich bin aber noch dabei. Hi. Leontin, du hast einmal ein T-Shirt. Hashtag Burger Pommes. Genau, Hashtag Team Burger Pommes. Und mit dabei haben wir iCrimex. Moin, moin. Ja Leute, und wir haben jetzt abgemacht, dass wir uns so mäßig in diesem Bereich hier verstecken dürfen. Also das heißt, da so, hier und dem Bereich hier nicht weiter. Und ja, ich würde sagen, ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Ah ja, ganz wichtig, der Gewinner kriegt natürlich 1000 Euro, Leute. Und ja, ich würde sagen... Ich werde wieder gewinnen, Junge. Okay, Max, bist du bereit? Ich habe eine krasse Taktik, Alter. Ja. Ich habe auch eine krasse Taktik. Ja, okay, Jungs, dann würde ich sagen, let's go, versteckt euch mal. Okay, Leute, da hinten sehen wir Marvin. Ich würde sagen, der muss jetzt erstmal ein bisschen wegschauen. Stuhl jetzt erstmal so, als ob ich hier hinlaufe. Leute, es geht los. Wir haben jetzt 2 Minuten Zeit, um uns zu verstecken. Ich habe hier Leontin mit dabei. Hast du schon eine Idee, wo du hingehen willst? Ich gehe einfach erstmal mit dir mit. Mal schauen, aber ich werde auf jeden Fall cheaten heute. So. So, Leute, und jetzt schleiche ich mich heimlich an ihm vorbei in die Achterbahn. Hast du auch den Burger Pommes Merch? Ja. Sehr gut. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, Leute, euch gönnt euch gerne den Merch ab 1.10. um 14 Uhr auf lukasbs.de. Ich habe ja gerade den freshen Hoodie an, den gibt es auch im Bundle und es gibt auch einmal mit dem T-Shirt, also verschiedene Varianten gibt es da. Leute, eine ganz, ganz wichtige Sache, nutzt auch die Newsletter, werde ich euch unten verlinken, Leute, ganz wichtige Sache dort, um keine Infos mehr zu verpassen, denn der Merch ist streng limitiert. Schreibt mal in die Kommentare, holt euch den Merch, ja oder nein? Hashtag Team Burger Pommes in die Kommentare! Okay, Leute, ich warte jetzt erstmal hier, bis die Luft rein ist. Marvin ist jetzt da hinten, weil ich höre den gerade noch. Wenn der dann gleich hier weggelaufen ist, weil ich glaube, der wird niemals rechnen, dass ich direkt hier bin, dann werde ich einmal Achterbahn fahren. Und dann weiß er gar nicht mehr, wo ich bin. Guck mal, ich sag dir ehrlich, stell dich doch hier hin, da bist du sogar im Trockenen. Nee, besser. Was, bessere Idee? In Müll? Nein! Leontin, du kannst nicht in den Mülleimer reingehen. Ey, wir, die verstecken sich irgendwie oben auf der Achterbahn oder so. Hier ist das alles verboten. Aber ich glaube, bleib hier, bist du im Trockenen, alles gut, okay? Okay. Sehr gut. Okay, und wenn irgendwas ist, da sind auch Mitarbeiterinnen, ja? Da sind Frauen, okay? Bleib schön hier. Und ich guck jetzt auch mal weiter, ich habe nicht mehr so arg viel Zeit. Wir müssen uns jetzt schnell verstecken, Freunde. So, Leute. Ich höre Marvin gerade nicht mehr. Ich glaube, da müsst ihr jetzt hier gleich los. So Leute, die Zeit ist rum. Ich fange jetzt an zu suchen. Und ich sage euch ehrlich, ich glaube, da wird niemand sein. Da auch nicht. Ich gehe erstmal zur Wasserbahn. Aber Leute, ich werde heute auf jeden Fall gewinnen. Ich will auf jeden Fall cheaten. Mir ist egal, Leute. Ich werde sogar cheaten. Okay, Leute. Am besten wäre eigentlich, wenn ich die Achterbahn fahre, während Marvin mich sucht. Das wäre ziemlich krass, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, ja. Leute, der ist eiskalt an mir vorbei. Okay, okay, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der sieht mich einfach nicht. Wir hier sind. Digga, der Park ist auch so groß. Ey, sehr gut, Leute. Wir sind perfekt an ihm vorbeigekommen. Leute, aber ich kann jetzt hier ganz entspannt mir Zeit lassen, ein bisschen hier reinlaufen, Leute. Jetzt fahre ich gleich mal ein bisschen Achterbahn hier, Leute, auf entspannt. Okay, Leute, die darf man hier ab 1,25 Meter fahren. Also da können wir auf jeden Fall auch schon mal rein. Okay, Leute, wir gucken mal weiter. Boah, Digga, das ist halt unmöglich, hier zu finden, sag ich euch ganz ehrlich. Wie soll ich das denn schaffen? Ey, sollen wir dir helfen beim Verstecken? Ey, das wäre super, ich brauche ein krasses Versteck, ja? Ey, ey, Leute, Leute, ich habe eine richtig krasse Idee. Ihr müsstet eigentlich hier irgendwie stehen und gucken, wenn der kommt. Dann, gebt ihr mir Bescheid dann, und dann haue ich in die Achterbahn ab. Dann wird ihr mich niemals finden. Ich werde jetzt einfach hier voll entspannt die Achterbahn fahren, Leute. Oh mein Gott, da hinten ist sogar eine Rutsche, Leute. Ihr seht's da oben. Hast du Aquamex gefunden? Ich höre mich doch hier? Ja. Kann ich auch mal rufen? Ja, dann mach mal schnell. Ich muss mal. Ja, ja. Oh Mann, ey, das kann doch nicht sein. Warum die sich hier versteckt? Vielleicht hier in der Achterbahn mäßig? Geh mal lieber hier rein. Oh, Digga, ah, Digga. Kacke. Okay, Leute, ich bin jetzt hier in so einer kleinen Garage drin. Sobald Marvin jetzt hier ankommt, werden wir schnell auf die Achterbahn gehen. Ich hoffe, die Paulberger da vorne geben mir Handzeichen. Ey, seht ihr das da vorne? Die haben sich voll verteilt. Ja, ein paar stehen da, ein paar stehen da. Leute, meine Spitze sind überall. Marvin, du hast dich mit dem Heide Siegboss angelegt. So, Freunde, da war keiner. So, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Vielleicht versteckt sich ja hier einer drin oder so. Nee, hier ist auch keiner. Ey, das gibt's doch gar nicht, dass ich die einfach nicht finde. Ey, der Park ist so riesig, no joke. Ich werde hier niemanden finden, sag ich euch ganz ehrlich. Okay, die haben mir gerade nochmal Handzeichen gegeben. Die Luft scheint noch rein zu sein. Alles ist gut, Leute. Lol. Ey, das ist so krass, wie die jetzt. Oh mein Gott, Digga, ich werde hier gleich voll nass. So, Leute, die wird die Schluckkiste niemals finden.
Lol. Kannst du mit der Badewanne fahren? Handy ist verboten. Okay. Da sind sie auch nicht drin. Da auch nicht. Hallo? Da sind sie auch nicht. Okay, er hat mir gerade nochmal Handzeichen gegeben. Alles gut. Es soll ich gehen, soll ich gehen? Okay. Danke, danke. Okay, Leute, die haben mich gerade weggeschickt. Ich glaube, Marvin kommt jetzt gleich. Da. Ich geh mal gucken. Ey, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fake-Call war, Leute. Ich schau jetzt gerade nochmal. Digga, das gibt's doch gar nicht. Lol, wer ist er denn hier? Ich glaube, wir haben nochmal ein bisschen Zeit jetzt, weil der Marvin scheint jetzt wohl woanders hingelaufen zu sein. So, Leute, wir sind jetzt in der Achterbahn. Ich sag's euch ehrlich. Marvin wird mich auf gar keinen Fall finden, Leute. Oh mein Gott, es geht los, Junge. Es geht los, Leute. Oh mein Gott, Alarm steht da oben. Alter, oh mein Gott, ich hoffe, es geht alles gut. Das sind die auch nicht. Leute, ich gehe nochmal wieder zurück. Was geht, Mann? Moin, was geht? Alle mal Hashtag Burger Pommes! Ja, Mann! Let's go! Hey, Leute, auf jeden Fall, ich glaube, hier oben wird mich Marvin niemals finden. Wow, 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 wow! Ey, ich bin alles abgelaufen. Sie können eigentlich nur in diesem Bereich sein. Ich verstehe das nicht, warum ich sie nicht finde. Ja, der Lambo war schön. Siehst du das, wenn der kommt hier? Da, genau, perfekt. Digga, was geht denn hier ab, Alter? Bro, die ist jetzt auch. Was ist das Loch? Boah, ich seh nicht. Wow, Leute, die war krass. Ich lauf jetzt nochmal zurück. Oh, Junge. Boah, sind ja komplett nass. Leute sind schlau. Da kam der eine und hat gerade gesagt, das ist zu auffällig, wenn hier alle rumstehen. So, junger Mann. Ja? Du hast dich für alle Bahnen jetzt gerade ins Ausgeschossen damit. Hä? Alles ja. Abgeklärt, wir haben eine Drehgenehmigung. Meine Schuhe sind jetzt auch schon nass. Meine Güte. Leute, der steht ja irgendwo da vorne, bei dieser Fressmeile da. Vielleicht hier in den Büschen. In den Büschen ist Verstecken verboten, rauskommen! Da bist du! LOL! Was machst du denn hier? Ich hab dich gefunden. Ja. Du bist der Erste. Was sagst du dazu? Du bist der Erste. Ja, du bist der Erste. Nein. Doch. Komm, Leontin, wir suchen weiter. Nein. Haha. Er kommt. Okay. Komm. Okay, wir müssen auf die Achterbahn, Leute. Die sagen, der kommt. Leute, müssen weiter. Okay. Leute, jetzt geht's los. Marvin kommt, wir sind ready. Sag's mir, wo Lukas ist. Lukas ist in dieser Achterbahn. Hä? Ja, er hat sich da beim Eingang versteckt und will uns, ja. Oh, Leute, er darf mich jetzt auf jeden Fall hier nicht sehen. Wenn das stimmt, kriegst du ein richtig großes Eis von mir. So, er meint, dass Lukas hier ist. So, wo ist denn er jetzt? Irgendwo hier in der Schlange. Ich glaube hier. Aber hier ist doch gar keine Schlange. Ich weiß, aber trotzdem, irgendwo hier. Ja. Da kannst du dich vielleicht so am Rand so legen, weißt? Okay, ah, das ist auch eine krasse Versteckidee. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal erstmal hier nach links vielleicht, weil ich hoffe, mein Marvin ist hier gerade nicht. Leute, und dann versuchen wir uns mal zu verstecken. Eben die Achterbahn, die war ultra krass, Mann. Ey, Leute, ich habe voll Schiss, dass jetzt hier gleich Marvin reingelaufen kommt. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier gleich auf die Achterbahn drauf. Leute, wir sind schon voll weit vorne. Aber ich habe hier einen menschlichen Schutzwall von den Paulbergern. Genau. Yay! Ich würde sagen, wir versuchen mal irgendwie, Leute, zu dieser Wasserachterbahn hinzukommen. Da kann man sich vielleicht ganz geil verstecken, weil ich glaube, Marvin wird damit nicht rechnen, Leute, wenn es regnet. Unmöglich denkt er, ich bin bei einer Wasserachterbahn. Digga, der muss doch irgendwo hier sein. Wir haben alles durchgeführt, der ist hier nicht. Das ist Lukas. Das ist Lukas. Ehrlich? Ja. Der geht zur Wasserachterbahn. Was? Ist. Lol. So, Leute, wir laufen jetzt erstmal ganz schnell hin. Lol, da ist Lukas. Weil das ist Lukas. Nein, ey. Ich muss den kriegen, der läuft weg, ich krieg den nicht. Nein, Leute, nein. Als ob er da ist, Mann. Da ist er, haha, ich hab dich. Bro, er hat mich eh schon gesehen. Nein. Ey, Marvin, Mann, Alter. Was ist denn? Als ob du mich schon gefunden hast. Ey. Digga, ja. Hab ich gewonnen? Nein. Guck mal. Max noch? Ja, Max fehlt noch. Nein. Ich dachte, ich hab gewonnen, Digga. Okay, Leute, ich bin jetzt hier um die Ecke. Das ist schon mal ganz gut, weil wenn Marvin hier reingelaufen kommt, zieht er mich wenigstens nicht direkt zu Anfang an. Jetzt haben wir, ich glaube, wir müssen noch ein, zwei Fahrten abwarten, dann sind wir dran. Und ich hoffe, Leute, dann geht der Plan auf und er wird uns als letztes erst finden. Ja. Hey, Marvin. Ja? Ich glaube, safe, guck mal, Max ist hier safe lang gelaufen. Guck mal. Ja. Guck mal, hier sind sogar seine Fußspuren. Wo? Guck mal, Alter, das ist die Fußspur von iCrimex. Leute, hier ist iCrimex lang gelaufen. Ja, komm, wir gehen da lang. Warte mal. Schauen jetzt. Ey, hier ist noch die Spucke von iCrimex. Wo?
Oh mein Gott. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Oh, wir gehen jetzt über die Hängebrücke. Oh mein Gott. Es ist ultra gefährlich hier. Leute! Okay, Leute, einer der Spitzel geht jetzt quasi schon mal durch raus und ruft hier gleich den Kollegen an, ob Marvin draußen auf uns wartet. So, Leute, wir müssen jetzt weiter gucken. Ich hoffe, wir finden King Quimax. Okay, Leute, das ist der Plan. Er wartet gerade nicht am Ausgang auf uns, also das ist schon mal gut. So, Leute, hier ist Max auch nicht. I Quimax, komm raus! Jungs, habt ihr I Quimax gesehen? Ach so, wir auch nicht. Jungs, habt ihr Max gesehen? Nee. Okay. Hallo. Ey, habt ihr Max gesehen? Nee. Der ist da hinten. Wo? Der ist doch da hinten gelaufen. Ehrlich? Ja, dann müssen wir erstmal hin. Oh mein Gott, Freunde. Es geht los. Wir sind jetzt auf der Achterbahn. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bro! Der sitzt wahrscheinlich irgendwo und trinkt einen Espresso oder so. Oh mein Gott, du Bing! Alter! Leute, was mach ich hier? Oh mein Gott! So, Leute, wir schauen jetzt mal hier. Vielleicht ist er auch da drin. Ich guck mal eben. Ach, das war doch nicht alles! Nein, jetzt wird's krass! Oh! Wow! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott! Leute, ich bin zu alt dafür! Habt ihr iCrimex gesehen? Ich glaube, da lang geht's nicht weiter. Lukas telefoniert schon die ganze Zeit wegen der Burger Pommes Merch, wenn er endlich noch mehr bei ihnen ankommt, weil er will mehr Burger Pommes essen. Ja, ich will mehr Burger Pommes. Ja, deswegen telefoniert Lukas die ganze Zeit. Hallo? Ja, ich will mehr Burger Pommes! Hey Leute, ich fühle mich genauso wie der Typ hier. Oh, die Kurzsonne. Ich soll mich mal mitnehmen mit dem Teil. Was sollen wir jetzt machen, Marvin? Ja, sind die hinten? Ja, wir haben die hinten. Du bist noch am Schluss. Ah, perfekt, perfekt, Leute. Ihr habt denen eine Falle gestellt. Sehr gut. Oh, da laufen da sind schon Zuschauer. Oh Mist, Leute, wir waren schon direkt gespottet hier. Da ist Max auch nicht, da auch nicht. Ey Leute, ich sag euch ehrlich, check's einfach nicht. Max ist einfach unsichtbar. Der hat einfach, der hat Unsichtbarkeitstrank irgendwie getrunken. Ja, der fliegt irgendwo. Ja, ja. Komm, ich nehme mal wieder. Das kann nicht sein. So Leute, ich esse hier auf entspannten Crepe, Leute. Einfach keine Chance. Keine Chance gegen mich. Lass mal gucken. Da ist er. Ey, da bist du, Alter! Wo warst du? Hab hier schön was gegessen. Ey, wie? Ja. Ich hab doch gesagt, ich bin der Hide and Seek Boss, Bro. Ey, wo hast du dich versteckt, Max? Bro, ich hab gecheatet, weil das hier waren alles meine Spitzel. Die haben mir die ganze Zeit gesagt, wo du bist. Ey, das ist. Oh mein Gott. Und dann bin ich im richtigen Moment auf die Achterbahn gegangen. Ey, du hast einfach gewonnen, Bruder. 1000 Euro. Leute. Let's go. Okay. Jetzt erstmal Crepe auf Marvins Nacken, Leute. Das war's gewesen. Okay. Ciao, ciao.